We're all bored. We're all so tired of everything we wait for. Trains that just aren't coming. We show off our different scarlet letters. Trust me, mine is better. Und mit diesen hübschen Geigenklängen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode Backerhaus. Liebe Backer und Backösen, es ist mal wieder soweit. Wir sind zurück am Ort des Geschehens, also Backerhaus. Ich habe mir die Fanpost angeguckt, man kann sie sich wirklich nur angucken. Kermit, kokett auf der Arbeit, weil er auf Flirten eingestellt ist. Aha. Mit Kollegen flirten? Verringert seine Arbeitsleistung, überfüllt das soziale Bedürfnis. Ja. Machen wir mal, habe ich gehört. Und wir müssen jetzt eigentlich einmal bei euch allen gucken. Also. Tamara ist gerade auf dem Weg zu ihren 500 Followern. Ihre Tagesaufgabe hat sie abgeschlossen. Ich würde aber trotzdem gerne gucken, ob wir meinen Status aktualisieren können und die Anzahl der Follower überprüfen können. Momo ist gerade in ihrer Tagesaufgabe dran. Chris hat noch nicht programmiert. Karriere, nee, du bist am Programmieren. Programmieren üben, wichtig. Dann kannst du damit weitermachen. Herr Vogel hat eine Kolumne geschrieben, der ist also soweit safe, der kann den restlichen Abend machen, was er möchte. Der hat noch 16 Stunden, bis er wieder zur Arbeit muss. Dann bin ich dafür. Was? Wie? Die Goldie-Box ist nicht angeschlossen. Achso, weil du kannst immer nur eine dahin stellen. Okay. Ich will die Goldie-Box trotzdem hier haben. Können wir vielleicht für die Goldie-Box den kleinen Fernseher dahin stellen? Dieses kleine niedliche Ding, was aussieht wie ein Pinguin. Guck mal, funktioniert dann die Goldie-Box? Nein, das macht mir alles kaputt. Okay. Dann kommt die Goldie-Box dekorativ zu Momo. Die hat da schon eine stehen. Guckt sie euch an. Ganz sneaky versteckt. Hier, Stefan, nimm du mal die Goldie-Box. Wir überlegen uns gleich, was wir damit anfangen. So, ich will nicht, dass sie, auch wenn sie ja nur dekorativ da unten steht, aber wenn man sie nicht gebrauchen kann, ist doch blöd. Da liegt das das Wii U Tablet. Und das müssen wir mal so hinstellen, dass es auch irgendwie da drauf passt. Ich glaube, so ist ganz gut. Ja, es guckt immer noch ein bisschen drüber. Aber ein bisschen Chaos darf sein. Gut, das heißt Stefan. Stefan könnte ja eigentlich erstmal aufräumen, weglegen, Schneekugel kann da stehen bleiben, aufräumen, Kaffee kochen und dann ein Gourmet-Menü zubereiten. Ich glaube, wir könnten mal was Tolles gebrauchen. Und zwar Knoblauchnudeln klingt voll lecker. Mach mal einen Krabbencocktail. Mir tun jetzt alle Backers leid, die nicht, aber
Oh, übt noch brav. Sehr hervorragend. Jan, wie sieht's mit dir aus? Da wir gerade von Jobsachen reden. Daten durchsuchen, nicht begonnen. Tja, Jan, dann brauchst du gar nicht mal auf die Idee zu kommen, hier viel zu reden. Du musst arbeiten. Wir aktivieren erstmal die emotionale Aura. Vielleicht arbeitet er ja dann besser. Okay, so. Es wird nebenbei auch schon wieder so ein bisschen dunkel. Kermit ist wieder da. Dann könnte Kermit doch gleich erstmal sich freundlich vorstellen. Und dann müssen wir mal gucken, was der Kermit machen muss. Aus irgendeinem Grund kann der Kermit nebenbei den Jan nicht leiden. Ich habe noch nicht herausgefunden, was schuld ist, aber die beiden können wohl nicht so miteinander. Man weiß es nicht. Aber ich ändere da auch nichts dran. Also, außer, dass ich uns miteinander bekannt mache. Job. Da haben wir Job. Schriftstellerassistent. Bücher lesen. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Bücher kaufen. Und eigentlich könntest du erst Momo zuhören. Was haben wir denn? Wir kaufen erst Bücher. Warum der Hobbella J kauft? Oh, ist glaube ich. Angel sie dir. Ah, wir haben ja schon zweimal. Ist aber das perfekte Buch für. Müsste er eigentlich das gleich lesen? Haben wir auch schon zweimal. Charisma, Diplomatie für Deppen. Ja, finde ich auch gut. Charlotte hat Schwein. Okay. Jetzt zeig mir mal nicht alles, jetzt zeig mir mal nur Romantik und machen. Ne? Die wollen wir. Für 300 Euro Bücher gekauft. Kann der Frosch. Ja, der jetzt wahrscheinlich in seinem Inventar nicht. Kannst du ja einfach nur bei Momo zuschauen, nachdem du. Was machst du? Warte, wer? Chris? Chris, du solltest Programmieren üben. Also ich meine, ich finde das toll, dass du Sport machen willst. Chris freut sich noch 4 Stunden darüber, dass er verlobt ist. Danach geht das Ganze in Alltag über. PC. Danke. Programmieren. Sehr energiegeladen, das geht noch schief. Momo bald mal mit Üben fertig. Bis zu Hause. Nein. Oh, 415 Follower. Ja, sehr schön. Das wird doch. So, Kermit.
Du hast gerade Liebesschnulzen gekauft, ist mir zu Ohren gekommen. Wir fangen aber mal mit dem Einfachen an. Toki hat 415 Follower. Das ist ein Anfang, aber Toki sollte einen Weg finden, um ihr Netzwerk zu erweitern. Achso, das war der, mit dem ich mich unterhalte. Ja. Damit setzt sich jetzt da draußen hin und schaut Momo zu. Das erinnert mich vielleicht daran, wir könnten ja eigentlich mal davor, ne? Irgendwie sieht das sogar ganz niedlich aus, wie die Beine stehen. So. Ja, mach du mal. Nein, hier, für draußen. Wir haben draußen eh noch so wenig stehen, weil ich ganz ehrlich keine Ahnung hatte und gesagt habe, okay, wir entwickeln das einfach, während das Let's Play läuft. War so eine Bank wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht für hier draußen. Ist nicht unbedingt bei Chris und Tamara unterm Fenster, wo sie da natürlich optisch sich am besten machen würde. Ich wäre sogar für einen kleinen Brunnen oder sowas. Und was wir auch machen können, damit muss ich mich unbedingt mal auseinandersetzen, es gibt ja diese Rutsch-Accessoires. Ich meine, das wäre hier mit drin gewesen. Da müssen wir gleich auch mal gucken. Nee, ich glaube, wir sind kein Pub. Aber das Schild wäre cool. Die Staude für Generationen ist auch niedlich, passt aber mal so überhaupt nicht zum Stil vom Haus. So eine große Vase ist jetzt auch irgendwie nicht so cool. Können wir aber mal da hinstellen. Das finde ich ja total nett, für hinten vielleicht. Ich will eigentlich nur irgendwie eine Kleinigkeit hier vorne hinstellen. Das Ganze etwas interessanter wirken lassen. Ein Springbrunnen, genau, wir haben es ja. Machen wir doch einfach einen kleinen Sonnenschirm dahin. So, einfach nur, weil wir es so ein bisschen dekoriert haben hier vorne an der Ecke. Und weiter geht's. Ne, komm, bleibt stehen. Toki kommt dazu. Was macht Toki? Oh, Toki hört auch zu. Und bei Momo glitscht die Musik mal wieder. Aber wir könnten doch mal. Wir können ein Lied schreiben. Oder. Oh, wir könnten mal was Romantisches spielen. Im Kerzenschein. Dann möchte ich aber auch. Wenn Momo jetzt schon ein Lied spielt, das heißt im Kerzenschein, dann will ich da jetzt eine Kerze hinstellen. Ich weiß, ich habe sowas. Müssen ja authentisch bleiben, Momo. Obwohl, die da hinten ist hübscher. Nehmen wir die. Ist ja auch in anderen Farben. So. Oh, jetzt muss sie ihre Tagesaufgabe abschließen. Ah, hat sie abgeschlossen. Sehr gut. Das ist so toll. Das sollten wir öfter machen. Komm mit. Wie weit du bist noch am Lesen deiner Liebesschnulze? Guck mir Jan zu. Jan unterhält sich lustigerweise angeblich immer noch mit Toki. Das halte ich für fragwürdig. Wie schaut es hier an der Kochfront aus? Die Kochfront kocht.
Ja, lässt sich Zeit damit, aber sie kocht. Oh, Chris, was ist los? Erzähl uns von deinem... Oh, Chris kriegt Hunger. Und auch Toki kriegt langsam Hunger. Und da ist Momo fertig. Ich bin nebenbei dafür, dass wir die einmal bei Momo ins Inventar packen. Bei Momo ins Inventar packen. Danke. Und auch die. Es tut mir leid, ich hätte die... Das war falsch. Danke, Spiel. Aber ich wollte sie in Momos Inventar platzieren. Das war nur falsch gedacht von mir. Dass ich das somit erreichen könnte. Merci beaucoup. Da wollte ich nämlich draufklicken und sie dann nicht in Momos Inventar ziehen können. Gut. Automatische Lichter, alle Lichter. Zack. Kermit, gesell dich doch. Oh, Kermit hat auch Hunger. Alle kriegen sie langsam Hunger. Zieh doch einfach mal dahin, während du dein Buch liest und der Krabbencocktail fertig wird. Jetzt hoffe ich nur einfach mal, dass er Krabbencocktail für alle gemacht hat. Und nicht nur für sich, wie es gerade aussieht. Nee, da. Dann könnten wir doch mal alle zum Essen rufen. Kannst dein Buch später weiterlesen, Kermit. Essen jetzt, glaube ich, alle erstmal. Chris auch? Nee, Chris ist noch am... Chris könnte sich jetzt mal... guck mal, die sind alle schon zu... Es steht frische Krabben und was machen sie? So, genau, alle die, die noch nichts zu essen haben, holen sich jetzt was. Und dann können sie erstmal alle essen und dann muss... Stefan aufs Klo, ganz dringend mal. Wir haben uns eh schon länger nicht mehr um die Bedürfnisse gekümmert. Du unterhältst dich mal mit der Toilette, Stefan. Aber am besten erst, nachdem du sie benutzt hast. So. Momo geht soweit eigentlich noch ganz gut. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir... gleich mal die Toilette verwenden. In der Dusche singen finde ich auch mal ganz gut. Und dann könnte Momo sich ja eigentlich noch mal hier so ein bisschen hinsetzen. Vielleicht gleich ein Buch holen und sich dann da hinsetzen. Momo dürfte auch ein Bücherregal haben. Vorne lesen. Bauer ohne Frau, der Untergang von Grant Roderick. Das erste Einhorn. Wie du das genommen hast, setze dich dahin. Kermit isst. Dann geht er ins Bad. Benutzen. Einfach nur verwenden. Dann duschen. Hast du das Buch in dein Inventar gepackt, Kermit? Du hast nämlich, mir fällt nämlich gerade mal auf, du hast nämlich gar kein, und zwar wirklich gar kein, Bücherregal, was bei deiner Karriere eher etwas hinderlich ist. Und vor allen Dingen haben wir da genug Platz, deswegen kann ich das recht nicht verstehen, dass ich kein Bücherregal irgendwo hin platziert habe. Ganz gut zu den Farben. Okay, das geht jetzt nicht. So.
Komm, jetzt solltest du nicht aufs Klo. Nutzen, verwenden. Oh, er kam schon selbst auf die Idee. Dann Badezusatz nehmen. Rosenblätter. Und dann lesen. Was haben wir gelesen? Ich glaube, Angel sind dir. Und dann kannst du hier hinsetzen. Und dann weiß ich jetzt auch, wo wir unser ziemlich deplatziertes Lämpchen hinstellen können. Da ist noch Platz auf dem Tisch. So, und dann würde ich sagen, die Abendgestaltung und was die nächsten Tage so bringen, sehen wir dann in der nächsten Folge der Baggercrew. Ich hoffe, es hat in der nächsten Folge vom Baggerhaus. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bis dahin. Ciao, tschüss. Eure Momo. Episode 5 vom Baggerhaus ist vorbei. Und wie gesagt, wir haben ein bisschen umgebaut und noch ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen spannend. Und wie diese Nacht weitergeht und was ein Frosch und ein Pfirsich auf einem Balkon machen, das seht ihr dann in der kommenden Episode. Freut euch also drauf. Und wenn ihr noch mehr von diesen Fails und Blödsinn live sehen wollt, dann empfehle ich für euch twitch.tv/baggercrew, wo wir montags bis samstags ab 18 Uhr für euch lustige Spiele spielen. Also schaltet ein. Bis dahin. Ciao, tschüss.